mit einer Schlagzeile in der Stadt oder in die Welt gehen. Wir sind Spitzenstadt im Bereich Blitzer aufstellen, sondern wir sollten Spitzenstadt sein in allen anderen Lebensbereichen, vor allen Dingen im Bereich Aufschwung der Wirtschaft, beispielsweise Kultur oder Sport. Aber das ist ja im Grunde, wie Sie es schon am Anfang auch gesagt haben, dass man natürlich sagt, die da drin und dass es dann heißt, na, die wollen sich ja nur sozusagen die Stadtkasse füllen, die ja bekanntlich offenbar sowieso sehr leer ist in dem Sinn, ne? Ja, das wird einem dann unterstellt. Und da kann man auch noch so viel versuchen zu argumentieren und aufzuzeigen. Wenn man es nicht von Anfang an richtig transparent darstellt, hat man da kaum eine Chance. Und das ist so ein Thema, das möchte ich eben auch mit einer anderen Politik nach draußen bringen, dass wenn wir solche Entscheidungen treffen müssen, auch wenn man zum Beispiel Parkgebühren erhöht oder andere Gebühren erhöht, dass man das genau transparent darstellt, warum das so ist, um eben nicht dieses, die da drin haben das wieder entschieden, nur weil die sich ihr Stadtsäckel füllen wollen, weil sie vielleicht eventuell nicht fähig sind, die Stadtkasse anders zu bewirtschaften und so weiter. Oder? Das sind ja dann solche Vorurteile, die schnell entstehen. Ich selber bin davor auch nicht gefeit, dass das entsteht, weil am Ende, ich bin auch Bürgerin und irgendwo Mensch. Und immer von diesen zwei Seiten her kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie man das dann nach draußen bringen kann. Plauen hat sich in den letzten Jahren gesellschaftlich verändert. Die Leute wollen vor allem auch, das ist die eine Seite, aber ein bisschen mehr wieder für die Jugend und für Kinder und Jugendliche. Auf der anderen Seite immer wieder das Hauptthema Wirtschaft. Wir hatten mal 15 Großbetriebe nach dem Mauerfall. Davon ist jetzt noch eine Handvoll da. Verlängerte Werkbanken und so weiter und so fort. Wie sehen Sie das Thema Wirtschaft? Kurz geantwortet, wie ist Ihre Strategie da? Also ich habe einen Satz getroffen oder geschrieben in dem Leitbild für Plauen, Wirtschaft soll oder Wirtschaftsförderung soll Chefinnensache werden. Für mich ist das ganz, ganz wichtig, denn unsere Wirtschaftspartner sind die Stadtmacher in Plauen mit, weil sie zum einen den Menschen Arbeit geben, sie geben ihnen eine Sicherheit. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass alles, was in der Stadt gestaltet wird, irgendwie bezahlt werden muss. Und das kommt nun mal zu einem überwiegenden Teil aus der Gewerbesteuer und den Einnahmen daraus. Deshalb muss Wirtschaftsförderung wirklich Chefinnensache werden. Und dann kann ich mit den Wirtschaftspartnern natürlich auch ganz andere Dinge bewerkstelligen. Dann kann ich auf das Thema gehen, familiengerechte Kommune, wofür ich mich als Qualitätssiegel sehr einsetzen möchte, wo ich auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mitnehmen möchte, dass sie dort ihr Ziel haben, gute Arbeitsplätze zu schaffen und natürlich dann auch familiengerecht ja, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzustellen, um dass auch ein Leben außerhalb der Arbeit stattfinden kann. Ist der Gewerbesteuersatz in Plauen so hoch? Da gibt es zwei Seiten. Für die Unternehmer würde ich sagen, ist er zu hoch. Auf der anderen Seite konnte die Stadt im Moment nicht anders, dass sie dort versucht hat, noch dieses Gleichgewicht zu finden. Ab wann ist es übertrieben und ab wann ist es noch so, dass es funktionieren kann, auch für die Gewerbetreibenden. Und sobald wir es schaffen, wieder mehr Gewerbekraft nach Plauen zu bringen, kann natürlich auch definitiv über eine Senkung nachgedacht werden. Letzte Frage. Warum sollen die Plauner Silvia Quekhähne am 13. Juni ankreuzen? Also das wäre für mich eins der schönsten Dinge, wenn das passiert, in überwiegender Zahl. Und das Weil ist, ich habe es gelernt, ich habe es ja, geliebt, ich habe es bewiesen, auch auf der Seite. Also ich weiß, was Kommunalverwaltung bedeutet, was Kommunalpolitik ist. Und ich bin ein Mensch, der gerne diese Verwaltung auf Augenhöhe mit allen Menschen bringen möchte und nicht Politik alleine tun möchte hinter verschlossenen Zimmern. Und es soll eine Stadt von den Plaunern sein. Also die Plauner sollen sagen, es ist meine Stadt und ich habe sie so gestaltet. Und das möchte ich gern den Menschen nach draußen geben und das möchte ich gern bewirken durch ja, das Thema Augenhöhe. Also ich will nicht die da oben sein. Ich möchte eine von allen sein, von allen Plaunerinnen und Plaunern. Und das sollte das Ziel sein, dass auch die Verwaltung diesen Stellenwert bekommt. Und da kann ich nur dazu aufrufen, mitzumachen und sich zu engagieren für seine Stadt. Sie bekommen auf jeden Fall gerade hier ganz viele Herzen. Das ist doch schon mal ein positives Zeichen. Okay, was machen Sie denn heute noch Schönes an diesem Pfingstsonntag, an diesem Abend? Heute wahrscheinlich nicht auf dem Sofa 22 Uhr einschlafen. Nein, das hoffe ich, dass das heute nicht wieder passiert. Ich hoffe, dass mein Mann zwischenzeitlich einen Grill angeschmissen hat. Ich habe nämlich jetzt Hunger und ich habe ja noch ein bisschen vom Getränk übrig. Ich mache dann meinem Mann noch so eins. Und dann hoffe ich, dass es was sehr Leckeres zu essen gibt. Was essen Sie denn Schönes? Ich vermute mal, dass heute Fisch auf dem Grill landen wird. Oh, sehr gut.
Ich habe, wie gesagt, schon Indisch, sonst hätte ich gesagt, okay, ich komme gleich vorbei. Okay, vielen Dank, Frau Silvia Quekine, für das Gespräch und weiterhin alles Gute im Wahlkampf. Und wir sehen uns ja spätestens am 29. Mai beim Online-Podiumsgespräch, auch live bei spitzenstadt.de und der Initiative Plauen. Okay, alles Gute für Sie. Machen Sie es gut. Danke. Gleiche, danke. Ciao. Tschüss. So. Wissen Sie, wie Sie hier rauskommen? Ja. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentiert und teilt gerne, wenn es euch gefallen hat. Alle Gespräche mit den anderen Kandidaten könnt ihr euch noch einmal anschauen in voller Länge auf spitzenstadt.de oder auf YouTube oder hier auf Instagram in unserem oder auf unserem Kanal. Ciao, macht's gut.